Warum wird die Musterweiterbildungsordnung novelliert? Die einfachste Antwort auf die Frage ist, weil es mal wieder fällig war. Die letzte Novelle stammt aus 2003, ja, umgesetzt in den letzten Ärztekammern 2005. Das heißt, auch die letzten, ja, haben schon seit 10 Jahren jetzt keine wesentlichen Änderungen außer eben notwendigen Anpassungen erfahren, sodass wir also auch im Hinblick auf den medizinischen Fortschritt, auf die Veränderung der Versorgungslandschaft, Abwanderung von bestimmten Leistungen aus dem stationären in den ambulanten Bereich einfach gezwungen waren, ja, um die Weiterbildung wieder der tatsächlichen Versorgungssituation anzupassen, dort in wesentlichen Punkten zu ändern. Wir haben in der Vergangenheit ja die Situation gehabt, dass die Weiterbildung weitgehend ja in der Klinik stattgefunden hat und dort auch weitgehend, jedenfalls war das in den letzten 10 Jahren so, ja, meistens an einer einzigen Weiterbildungsstelle. Ja, das heißt also, man hat einen Vertrag abgeschlossen, einen Arbeitsvertrag, ja, und hat dort dann die Weiterbildung von A bis Z durchlaufen. Durch die Spezialisierung in den Kliniken sind wir aber in der Situation, dass das nur noch in ganz seltenen Fällen notwendig ist, möglich ist, Entschuldigung, ja, sodass wir den Bezug, die Bezugsgröße, ja, zunehmend, ja, shiften sehen von einer zeitlichen Dauer der Weiterbildung hin zu einer inhaltlichen Definition, weil es gerade die Inhalte sind, ja, die durch die Spezialisierung dann teilweise komplementär an anderen Stellen erworben werden müssen. Das heißt, wir kommen weg von der rein zeitlichen Definition, die brauchen wir weiter aus auch Gründen, ja, der europäischen, ja, Anpassung, aber die Weiterbildung wird sich weitestgehend durch die Erfüllung der Inhalte und nicht mehr durch die Ableistung bestimmter Zeiten definieren. Die wesentlichen Punkte bestehen darin, dass wir versuchen, die einzelnen Inhalte, von denen ich eben geredet habe, ja so anzupassen, dass sie auch der Versorgungsrealität entsprechen, dass wir nicht eben in der Weiterbildung Inhalte fordern, die eventuell schon überhaupt nicht mehr, ja, in der Praxis von Bedeutung sind, oder aber, dass wir neue Inhalte hinzunehmen, die eben durch die Entwicklung der Medizin dazugekommen sind und die bisher eben nicht richtig abgebildet waren. Das heißt also, wir werden praktisch von vorn bis hinten alles auf den Prüfstand stellen und eine Weiterbildungsordnung schaffen. Und das ist jetzt vielleicht ein zweiter Punkt, der wichtig ist, die nicht, wenn es zu Änderungen kommt, wieder eine komplette Novellierung erfordern, sondern wo man einzelne Inhalte ja austauschen kann, ohne einen Ärztetag wieder damit zu befassen, die gesamte Weiterbildungsordnung aufzuschließen. Wir gehen einmal davon aus, dass wir bis 2016 so weit sind, ja, dass wir dort die wesentlichen Eckpunkte stehen haben. Wir sind nicht sicher, ob wir es tatsächlich in einem Jahr schaffen, das Ganze beschlussreif umzusetzen. Das Ziel ist 2017, äußerste Grenze ist 2018, weil dann meine berufspolitische Laufbahn endet und ich werde nicht die berufspolitische Laufbahn enden, ohne Weiterbildung zum Abschluss gebracht zu haben.